Früher in Rente gehen. Studie der Technikerkrankenkasse zeigt, 30% aller Arbeitnehmer in Deutschland wollen früher in Rente gehen. Wertschätzung im Unternehmen fehlt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Rente ist natürlich unser Nonplusultra-Thema, das wissen Sie auch. Wir brennen für dieses Thema. Wir sind gerichtlich zugelassene Rentenberater und Rechtsanwälte und beraten und vertreten tausende Menschen in Sachen gesetzliche Rente. Wir veröffentlichen ganz viele Beiträge zum Thema. Wir machen auch viele Videos und uns interessiert natürlich auch nicht nur das Thema gesetzliche Rente vom rechtlichen Hintergrund her, sondern auch, was sich gesellschaftlich da so tut, was die Leute so denken, warum sie zum Beispiel in Rente gehen und welche Ursachen das hat, dass heute Unternehmen zum Beispiel Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu halten. Ja, meine Damen und Herren, und die Technikerkrankenkasse hat eine Studie in Auftrag gegeben und die zeigt es mal wieder knüppeldicke. Trotz Fachkräftemangels wollen 30% aller Arbeitnehmer in Deutschland früher in Rente gehen. Und der Grund, warum das so ist, ist unter anderem auch mangelnde Wertschätzung des Unternehmens und auch mal Lob und andere Dinge. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was die Studie aufgebracht hat. Und ich sage das ja auch schon seit Jahren, meine Damen und Herren, und ich beobachte das auch. Je größer die Unternehmen sind, umso mehr strömen die Leute früher in Rente, denn dort sind die Strukturen leider oft noch so, dass das Individuum, also der Arbeitnehmer als solcher, persönlich kaum geschätzt wird, sondern einfach nur eine Zahlstelle ist, der seine Arbeit macht und dann nach 45 Jahren Arbeit oder 40 Jahren Arbeit dann in den Ruhestand geht und dann gibt es noch nicht mal eine Ausstandsparty, sondern das war es dann einfach und dann ist irgendein Ersatz da. Und solche Zustände haben Sie zum Beispiel in kleineren Firmen oftmals nicht, wo es familiärer zugeht. Aber ich will Ihnen das mal zeigen in der Studie. Hochinteressant, was hier die Technikerkrankenkasse so mitgeteilt hat und zwar vom 2. Juli 2024. Ja? Also erstmal der Einstieg. Trotz Fachkräftemangels, jeder dritte Beschäftigte über 50 will vorzeitig in Rente gehen. Wenn das so kommen würde, wäre das eine absolute Katastrophe für die Arbeitgeber in Deutschland. Der demografische Wandel hat den Arbeitsmarkt fest im Griff. Die geburtenstarken Jahrgänge, Babyboomer, gehen in den nächsten Jahren in Rente. Und wenn es werden sicherlich nicht genügend junge Arbeitskräfte nachrücken. Und eine aktuelle Befragung von mehr als 1000 Erwerbstätigen ab 50 durch das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung im Auftrag der Technikerkrankenkasse zeigt es, fast ein Drittel der älteren Erwerbstätigen ab 50, Klammer auf 31,3%, planen sogar vor dem gesetzlichen Rentenalter aus dem Job auszuscheiden. Also vor dem gesetzlichen Rentenalter meint vor der Regelaltersgrenze. Das ist ein Ergebnis des TK-Gesundheitsreports Fachkräftemangel. Ja, meine Damen und Herren, natürlich sind die Menschen über 50, sind die Menschen eine wertvolle Ressource. Sie gehören nicht zum alten Eisen, meine Damen und Herren, sind hochspezialisiert, haben unglaublich viel Erfahrung, haben unglaublich viel Empathie und halten den Laden hier in Deutschland zusammen. Ja? Und oftmals, so mein Eindruck, haben viele Arbeitgeber noch gar nicht begriffen, wie wichtig die Leute sind. Ja, und deshalb gibt es hier diese Studie, die natürlich auch für Krankenkassen als Sozialleistungsträger und auch für die Rentenversicherung hochinteressant ist, denn je mehr Leute in Rente gehen, vorzeitig in Rente gehen und als Beitragszahler wegfallen, umso schlimmer wird es auch für die finanziellen Belange der Krankenkassen und der Rentenversicherung. Und eine Kernaussage dieser Studie ist, dass die Beschäftigten, also 77% der Beschäftigten, halten die Bindung von älteren Arbeitgebern für wichtig. Das heißt also, hier ist es so, dass befragte Firmen gesagt haben, dass ältere Arbeitnehmer einfach wichtig sind. Ja, und dass die in den nächsten 3 Jahren eine große Bedeutung für die Unternehmen haben werden. Bei rund 46% der Unternehmen geht in den nächsten 5 Jahren mehr als ein Viertel der Belegschaft in den Ruhestand. Das sind
Wahnsinnszahlen, meine Damen und Herren. Ja? Und der erste Wunsch der Beschäftigten sind natürlich flexiblere Arbeitszeitlösungen, das ist auch klar. Und die wollen neben den flexibleren Arbeitszeitgestaltungen, wie Anpassung der Arbeitszeit an individuelle Bedürfnisse, natürlich auch Unterstützung haben, den Renteneintritt individuell zu gestalten, meine Damen und Herren. Und das haben offensichtlich Firmen immer noch nicht begriffen, dass diese Menschen ihre eigenen Arbeitnehmer Beratung brauchen. Die müssen wissen, wann kann ich in Rente gehen, wie kann ich in Rente gehen, was ist mit dem Hinzuverdienst, wie sieht es mit der Arbeitszeit aus und, und. Und da liegt natürlich Wunsch und Wirklichkeit deutlich auseinander, das weiß ich auch. Und nur die Hälfte aller Arbeitgeber, so die Studie hier oder die Befragung hier, bieten flexiblere Arbeitszeiten an. Aber das ist alles auch schon ganz klar. Natürlich geht es auch um die Gesundheit. Ja? Und ich habe zum Beispiel am 2.7.2024 im ARD Morgenmagazin da ein Statement gehört von einem Mitarbeiter, der hat klipp und klar gesagt, ich will gerne weiterarbeiten, mir macht das hier Spaß. Aber ich möchte auch gerne gesund bleiben. Also die Gesundheit ist für die älteren Leute ein hohes Gut, ein wichtiger Faktor. Die brauchen keinen Stress auf Arbeit, die brauchen keinen Ärger auf Arbeit, die brauchen keinen nörgelnden oder wie auch immer gearteten Vorgesetzten, der dann als reiner Soziopath da rumherbrüllend durch die Bude rennt. Nein, die brauchen eben auch Streicheleinheiten unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist doch völlig klar. Die wollen gewertschätzt werden, die wollen gelobt werden, denen soll auch mal gesagt werden, Mensch, du machst tolle Arbeit. Ja? Natürlich auch mit dem Fuffi in der Hand, dass man sagt, Mensch, geh mal mit deinem Ehegatten heute schön Abendbrot essen oder was auch immer. Es ist ja völlig wurscht, aber letzten Endes, es fehlt hier sozusagen noch an dem Verständnis von vielen Arbeitgebern, dass Menschen nicht nur Roboter sind und Arbeitstiere, sondern Menschen sind eben auch empathische, biologische Wesen, die einfach auch mal gelobt werden wollen und denen auch gesagt werden muss, Leute, es macht Sinn für euch weiterzuarbeiten, denn ich merke, dass meine Erfahrung und das, was ich an Jahrzehnten hier in das Unternehmen eingebracht wird, dass das wirklich auch echt gewertschätzt wird, neben höheren Lohnleistungen natürlich auch dann im Rahmen solcher Dinge einfach mal hier gesagt wird. Und eins ist auch ganz klar, ja, Berufstätige über 50 haben 10 Fehltage mehr als jüngere Beschäftigte. Das liegt einfach auch daran, dass die Menschen im Alter kränker werden. Und da braucht man nicht noch zusätzlichen Stress. Und deswegen kann ich nur allen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Deutschland sagen, geht doch einfach mal auf eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu, redet mit denen und fragt die, was die vorhaben, ob sie nicht noch Lust haben, für das Unternehmen zu arbeiten. Wenn sie natürlich sich dann wundern, dass die Leute einfach aus dem Unternehmen rausströmen und sagen, nö, für die arbeite ich nicht mehr, die hat ja noch nicht mal ein Dankeschön für mich übrig gehabt. Naja, dann, meine Damen und Herren, wissen Sie schon, dass das Problem nicht beim Arbeitnehmer liegt, sondern ausschließlich bei Ihnen als Arbeitgeber. Ja, meine Damen und Herren, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Davon vorzeitig in den Ruhestand gehen, das wünschen sich 30% aller befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da kann man schon hochrechnen, dass das auch mit dem übereinstimmt in der Grundstimmung der Bevölkerung, dass die Leute schlicht und ergreifend vorzeitig in Rente gehen wollen, weil viele Komponenten da zusammenfallen, unter anderem auch fehlende Wertschätzung in den Unternehmen. Das ist ein großes Problem und da müssen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mal eigentlich an die eigene Nase fassen und sich fragen, wo sie hier noch was verbessern können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.